Moin, hier sind wieder Henriette und Kai aus dem Kahlenberger Land. Heute möchten wir euch mal was zum Thema Nachhaltigkeit bei uns auf dem Betrieb erzählen. Als erstes erkläre ich euch, was Nachhaltigkeit heißt. Und zwar ist das, wir gehen mit unseren Ressourcen so um, dass auch unsere nachfolgende Generation davon den gleichen Nutzen hat wie wir. Das heißt Nachhaltigkeit. Ja, bekannt sind natürlich den meisten von euch die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Das ist einmal die Ökologie, Ökonomie und auch Soziales. Für uns, weil wir mit Tieren arbeiten, ist natürlich auch ganz wichtig das Tierwohl, was wir unter Nachhaltigkeit fassen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rum und schauen uns an, was wir für die einzelnen Begriffe tun, um nachhaltig zu wirtschaften. Auf geht's! Ja, zu dem Thema Ökologie leisten wir auch unseren Beitrag. Und zwar haben wir eine Photovoltaikanlage auf unserem Kuhstall. Die ist 30 Kilowatt groß und produziert, wenn die Sonne scheint, deckt die unseren ganzen Betriebsstrombedarf. Nachts, wenn die Sonne nicht scheint oder wenn es bewölkt ist, dann beziehen wir ganz normal den Strom aus dem öffentlichen Netz. Somit werden 50% des Strombedarfs im Jahr durch die Photovoltaikanlage gedeckt. Bei uns auf dem Betrieb erzeugen wir nicht nur Strom, sondern wir verbrauchen ihn natürlich auch. Und um diesen Verbrauch möglichst gering zu halten, setzen wir energiesparende Technik ein. Zum Beispiel haben wir LED-Beleuchtung im ganzen Stall, die besonders effizient ist und wenig Strom verbraucht. Wir haben des Weiteren eine Wärmerückgewinnung, das heißt, wir entziehen der Milch die Wärme und nutzen die dafür, um unser eigenes Wasser warm zu machen. Außerdem haben wir eine frequenzgesteuerte Pumpe, die nur dann anspringt, wenn die Roboter Strom verbrauchen und nicht umsonst die ganze Zeit mitläuft. Ja, wir sind jetzt hier hinten bei uns hinter einem Stall angekommen und im Hintergrund sieht man unsere drei Teiche. Das sind nicht unsere Badeteiche, sondern es ist ein Retentionsbodenfilter. Das hört sich schwierig an, ist aber eigentlich ganz simpel. Hier wird in drei Stufen unser ganzes Oberflächenwasser gefiltert und kommt dann am Ende des dritten Teiches sauber wieder raus, denn unser Betrieb liegt hier in einem Wasserschutzgebiet. In dem ersten Teich setzt es sich ab, in dem zweiten Teich, wo wir das Schilf sehen, da wird durch das Schilf das Wasser gereinigt und im dritten Teich da hinten kann es versickern und das überschüssige Wasser geht dann direkt in den Vorfluter, was dann bei uns im Wasserschutzgebiet landet.